immer so. Nein, zu aufregend das letzte Spiel, ja. Schauen wir mal, warum Markus das so gerne spielt. Bisschen. So, zweimal weniger. So, Ruhe jetzt. Schaff. Der saß wohl hinter der Dings, hinter der Wand, ja. Da unten auf dem Teppich sitzt der Fuse. Der Hintergrund kam noch einer angelöckelt. Hinter mir der Echo. Am Ball bleiben. Zurück an die Arbeit. Ich lade nach.
Der Fuse hat aber heute immer mal auf dem Boden liegen. Er liegt immer irgendwo rum. Da oben. So, so. In dem Moment, wo ich von der Treppe weg will, kommt der nächste angedackelt da unten. Ist schon wieder. Wieder der Fuse, Alter, der geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ja, ist ja gut, das hört man miteinander jetzt. 30 Sekunden. Oh, was anderes. Schön. Ja, der Markus, der King of Deathmatch, ja. Der rockt die Dinger alle. Scheiße. So, was warten wir? Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ganz sicher!
bleiben noch 10 Sekunden. Das Gerät ist alles. Noch 5 Sekunden. Das Gerät wurde platziert. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschärfen wollen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schiff. Pistole. Heilungsstation bereit. Wechsle Magazine. Der Haupteingang ist offen, die kommen da wahrscheinlich rein, weil da die Drohne gerade herkam. Das ist nicht wahr, der Fuse hier bei mir, wo ich gestorben bin gerade. Hat aber noch Viertel Leben oder so, ja genau. Ein Operator gefallen, Fuchs verbleibt. Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. War das gerade für eine Verarsche, ey? Wow. Ich war voll auf dem drauf, ganz Magazin, nicht mal mit. Verarsche das Ganze. Fuse hätte noch ein Viertel Leben, der wäre eigentlich durch gewesen. Ja, ich war voll drauf. Ja, ich hab's gesehen. Der war eigentlich, hätte eigentlich nicht mehr viel haben müssen. Bei den Fuse, den habe ich quasi schon ziemlich runtergeschossen. Ah ja, komm, wir haben ja gerade Mädchen gewonnen. Ist ja noch nichts verloren.
Gibt's nur Mine, also kommen sie auch immer von der Untertreppe. Scannen weg, ja. Einer mit Mund. Der mit dem Schild ist beim. Also Montagne ist bei der Treppe. Letzter verbleibender Gegner. Ein Erfolg siegreich, alle Gegner eliminiert. Schön. So. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Noch 10 Sekunden. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 5 Sekunden. Der Rookie geistert im Erdgeschoss rum. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Pass auf, die haben da schon was offen, zum Spawn bieten. Das ist nicht wahr, der Rook hat von mir einen bekommen. Und cash it. Nee. Der hat Dings. Das hat die Clash davor. Ja. Ja, war mir klar, dass der direkt als offen war. Wenn der im Erdgeschoss rumgammelt. Hm? Ich dachte, ich hätte einen Dings verpasst. Jetzt schau mal, was war dieses Clash, die ich angeschossen habe. Ja, das Ding war offen, also war mir klar, dass der, wenn der im Erdgeschoss da unten rumgeistert, dass der auf Spawn Peak geht. Der wird das jetzt genauso spielen. Eine Bombe aufspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Drohne hat eine Bombe lokalisiert.
Sekunden bis Einsatz. Einer von denen ist auf jeden Fall ist noch auf K. Die Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ja, das. Ja. Mann, im anderen Raum. Bandit. Mit dem Raum da hinten? Na, da, wo man praktisch rechts reinguckt. Hat von mir mitbekommen? Es liegt. Am Nachladen. Hier, ich weiß, den habe ich angebeutet. Der liegt am Boden. Da liegt aber doch eine zweite daneben. Der ist gerade dazugelaufen. Ein Gegner verbleibt. Es bleiben noch 15 Sekunden. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Verdammt, ich hab noch gesehen. Eigener Druck neutralisiert. Ja, den ich runtergeschossen hab. Dann hätte ich aber den Kill bekommen. Nee, es war kein Nuke. Ich hab ja keinen Kill. Ich stehe ja bei 0. Weil ich vorher, glaube ich, noch irgendwas anderes angeschossen habe. Ist ja Kiviose. Irgendwas habe ich runtergeschossen. Kann sein, dann war es vielleicht der Wug. Dann war es vielleicht der Wug, ja. Ich will mal kurz noch meine Herausforderung gleich gucken. Ist aber nicht schlimm passiert. Die zweite Runde war eigentlich das entscheidende Ding, wo sie da ein bisschen also gespielt haben. Ich auch, ich muss mal kurz auf Klo. Ja, passt. Dann können wir starten. Ja, Standard. Schauen wir mal, wie es läuft heute. Warm die Beine runter. Bei dir ja.
Das ist es halt. Hängt vom Druck ab. Markus, wollten wir nicht als Koop eigentlich das Fallout mal zusammenspielen? Ja. Welcher Teil war denn das? 76. Das habe ich, glaube ich, das habe ich drauf. Aber ihr habt das Problem bei euch, sind die, oder bei dir sind die Schichten. Weil die Spätschicht auch zu Frühschicht, dann wird es unter der Woche schwierig beim Aufnehmen. Ich habe Urlaub. Na gut, ich habe nächste Woche Spätschicht. Theoretisch hätte ich Zeit, abends. Du hast Spätschicht, hast du Zeit abends, oder? Ja, ich habe um 21 Uhr noch was Feierabend. Um 8:30 oder so. Mal gucken. Ich glaube, ja doch, 20:30 Uhr habe ich Feierabend. Wenn wir nicht gestorben sind, dann lebt es noch heute. Ansonsten morgen, je nachdem. So. Na dann, schauen wir mal, was es heute gibt. Ich sehe doch. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, da war das. Und doch einer. Zwei Leute. Ich wechsle das Magazin. Da weg und ich weiß nicht, was das heute war. Ha, hab dich doch erwischt, die Bader. Mist. Mein erster Tod. Ja, ich hab dich schon hinter mir, aber. Zwei Mann wieder geholt. Ich muss mal hier raus. Ja, das wird mir sonst zu krass. Die kommen ja alle von hier unten. Mann, von hinten. Ja. Das war Hibana. Mist. Ich sollte einfach aufhören, es mal mit der Granate probieren zu wollen. Das dauert immer zu lang. Mit was? Kait. Beim Trommelraum gegenüber. Ja, die habe ich aber auch schon zwei, dreimal geholt. Der Doc. Scheiße, den Doc habe ich. Da habe ich auf dem Schirm gehabt, weil ich rumgeguckt habe gerade. Das war der Mann. Ach, zu dritt, ja. Der Doc ist Lowlife, der ist zum Wegatmen. Ja, Mann. Mann!
Ach, Mann, IQ. Stirb doch endlich mal, meine Fresse, ey, du ballerst auf die Kopf. Ach man, Jana auf der Treppe, die hat auch gar nichts mehr. Die dürfte vielleicht doch. Hab ich schon. Ja, direkt gespawnt, ja. Wenn man dem Raum gegenüber kann, das sein, dass da noch einer sitzt, weil ich bin gerade. Jetzt ziehen sie uns weg. Ach, die waren eigentlich, das ist nicht wahr. Ja, das Problem, du schießt sie bis auf ein, zwei runter und dann kriegen sie dich noch. Aber wir waren da. Das war Jana. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden. Ah, das schaffen wir nicht mehr. 11. Kriegen wir nicht in 2-3 Sekunden. Die Schwächephase hat es ein bisschen. Mist. Ja, da kam ich nicht mit. Das war aber auch schlechte Runde. Ich weiß jetzt nicht, die Kills, das war eine schlechte Runde. Ich habe 3 Kills, 5 Assists, aber weil ich die alle mit so Low Life runtergekriegt habe und dann halt quasi jemand anders sie geschossen hat. Oder beziehungsweise die mich dann geholt haben. War der Gorgonzola stark. Ja, das war der eine, der ich gebe mir bisschen auf den Sack die ganze Zeit. Wenn der gestorben ist, bist du dich den geholt. Ich hab ein Pack. Mal gucken. Bravo Pack. Ich höre doch da was meckern im Hintergrund. Hä? Eine Mietz. Ach so, ja, ja. Das war meiner, ja. Der. Wo, glaube ich, gerade ein bisschen Ruhe haben. Also, jetzt auch verzogen. So. Ich krieg's nicht mit, weil ich hab Kopfhörer drin. Und da krieg ich nicht mit, was mit der Kopf passiert. Also, keine Hintergrundräusche mit. Oh, okay.